Guten Morgen! Und was gehört für die meisten Menschen zu einem guten Morgen dazu? Leider kein Green Smoothie, sondern ein Brötchen. Schön warm und knusprig, wohlriechend und frisch vom Bäcker. Wer jetzt Angst hat, dass ich diese Illusion zerstören werde, der hat recht. Und den empfehle ich einfach mein Rezept für ein richtig geiles Beef Jerky. Ich meine natürlich Tofu Jerky. Oben in den Infokarten habe ich euch das Video wieder einmal verlinkt. So, aber nun wirklich zum Brötchen. Ich bin ja quasi in der Backstube aufgewachsen. Mein Papa ist Bäcker und auch ich habe sehr viel Zeit in der Backstube zugebracht. Ja, zumindest war er Bäcker, solange man wirklich gebacken hat. Als der Umstieg auf eine halb- bzw. vollautomatische Produktion vonstatten gegangen ist, wurde mein Papa quasi aussortiert, da er mit Knöpfen, Reglern und den übel riechenden Chemikalien in einer Backstube nicht wirklich was anfangen konnte. Und ja, außer ein paar alteingesessenen Bäckern, vor allem eigentlich nur noch im Osten von Deutschland und einigen Bio-Bäckereien, da aber auch nicht alle, ja, und im Lebe gesund Versandhandel und vielleicht noch den einen oder anderen sind echte Brötchen ziemlich rar gesät. Warum eigentlich? Ganz einfach, ein gutes Brötchen oder sogar ein Brot zu backen ist ein Handwerk. Für ein Brötchen braucht man Mehl, Wasser, Salz und Hefe und vor allem auch Zeit, und das ist heute Mangelware. Und auch wichtig die Erfahrung und das Gefühl für den Ofen, um die Brötchen gut auszubacken. Und ja, wenn man das alles hat, hat man dann ein richtig luftig knuspriges Brötchen. Aber was ist denn heute in den Brötchen drin? Ja, zum Glück auch Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Aber das war es leider noch nicht. Und ja, und alle dieser Stoffe sind immer deklarierungspflichtig. Siehe auch dazu mein Video zu den nicht deklarierungspflichtigen Inhaltsstoffen. Das ist auch oben in den Infokarten. Eine typische Rezeptur eines Brötchens bzw. des Backmittels sieht so aus. Es ist immer ein Stabilisator drin. Entweder Guarkernmehl, Diphosphat oder Calciumphosphat. Dann darf natürlich auch nie das gesundheitlich besonders bedenkliche Zusatzstoff oder was auch immer, Industriezucker, nicht fehlen. Ein Emulgator wie Mono- und Diacetylweinsäureester von entsprechenden Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren runden dann gemeinsam meistens mit gehärteten Pflanzenöl und diversen Enzymen, zu denen wir nachher noch in aller Ausführlichkeit kommen werden, das Bild ab. Aber um auch die Resteverwertung aus der chemischen Industrie entsprechend Anerkennung zu zollen, wird dann dieses Gerüst dann noch einmal mit Mehlbehandlungsmitteln und Trennmitteln wie Calciumphosphat aufgestockt. Als i-Tüpfelchen gibt es sogar zu dem normalen Industriezucker dann oft auch noch eine Ladung Traubenzucker extra obendrauf. Und das ist dann das, was wir als Brötchen essen. Und selbst ohne dass man das Backhandwerk gelernt hat, sind Brötchen gar nicht so kompliziert selber zu Hause herzustellen. Man nimmt Mehl, Salz, Hefe und gießt einfach irgendwie Wasser dazu, bis so ein Pfannkuchenteig entsteht. Das ist dann der sogenannte Vorteig. Und analog wie bei meinem original italienischen besten veganen und sowieso einzigartigen Pizza Luigi Rezept, das ihr ebenfalls oben in den Infokarten finden könnt, dann wird die Schüssel im Endeffekt 3 Stunden zugedeckt, wird gehen gelassen, dann nachdem sich das Weizeneiweiß sozusagen schön mit dem Wasser verbinden konnte, gibt man einfach dann nach den 3 Stunden noch Mehl dazu, bis ihr einen angenehmen Teig habt, der dann das Gefühl in euch vermittelt, das ist der richtige Teig, und die sind dann abgedeckt, nochmal eine Stunde draußen stehen lassen und dann nochmal 2-3 Stunden im Kühlschrank und dann backen. Und voilà, ihr habt richtig gute Brötchen meistens. Na klar, am Anfang. Ihr könnt euch erstmal am Anfang mit Grammangaben orientieren. An Grammangaben gibt es ja viele Rezepte im Internet. Also ihr werdet bald ein grundsolides Gefühl dafür entwickeln und einfach die Dinger zusammenschmeißen und dann hinstellen und dann wieder nehmen und wieder formen und dann wieder hinstellen. Das ist einfach so dann in eurem Leben drin. Nehmt euch die Zeit dafür. Oder ihr habt wirklich halt noch einen richtig alten Bäcker oder einen Bioladen, der sie wirklich so grundsätzlich macht. Aber beim Bioladen unbedingt nachfragen, ob auch nicht deklarierungspflichtige Mittel zum Einsatz gekommen sind. Denn diese sind durchaus
im Einklang mit dem Bio-Label. Also siehe dazu auch meine entsprechenden Videos zur Problematik, die verlinke ich Euch jetzt nicht alle, da müsst ihr bei mir auf dem Kanal gucken. Und ich möchte unbedingt aber einmal noch ganz speziell auf die Enzyme im Bäckerhandwerk eingehen, weil das ist wirklich ein richtiges Brett. Enzyme, wenn ihr meine Videos aus dem Wissensarchiv gesehen habt, dann wisst ihr ja, das sind Stoffe, die meist benötigt werden, um gewisse Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen. Und im Endeffekt ein richtig wichtiger Bestandteil des System Mensch. Aber aufgrund ihrer Fähigkeit Prozesse in Gang zu bringen oder zu katalysieren sind sie auch in vielen Situationen gefährlich. Ich erinnere da an die karzinogenen Stoffe und an die Mutationen, die damit einhergehen. Auch da sie oftmals eine Kettenreaktion von Stoffwechselprozessen auch auslösen können, wenn einmal die Aktivierungsenergie sozusagen bereitgestellt wurde. Und Enzyme werden so viel im modernen Bäckerhandwerk eingesetzt, dass man sie eigentlich fast gar nicht aufzählen kann. Also versuche ich natürlich trotzdem und entschuldige mich jetzt wieder für etwaige Schnitte, weil ich mir die Liste unmöglich merken kann und auch nicht will, sondern diese Liste des Grauens eigentlich ganz schnell wieder vergessen möchte. Also fangen wir an. Alpha und Amylasen aus Pilzen verbessern die Krustenbräunung sowie auch die Aromenbildung. Bakterielle Amylasen sorgen für die Verflüssigung des Teiges. Amyloglucosidasen wandeln stärkehaltige Reste von Zucker, also stärkehaltige Reste in Zucker um und vertiefen damit die Farbe und die Kruste. Glucosetransferasen und Zellulasen erhöhen das Wasserbindungsvermögen und damit eben auch die Frischhaltung. Furanoacidasen und Ferulasäuren-Esterasen verbessern die Teigstruktur. Glutathionoxidasen, Peroxidasen und Sulfhydryloxidasen stabilisieren das Eiweiß. Glykolipasen und Galaktolipasen vergrößern das Volumen des Brötchens. Beta-Glucanasen verflüssigen die Teige. Glucoseoxidasen, Galaktoseoxidasen und Hexoseoxidasen stabilisieren das Eiweiß. Hemicellulasen, Xylanasen und Pentosanasen sorgen für ein höheres Gewicht durch die Wasserbindung und damit auch wieder durch ein größeres, mit einem größeren Volumen durch eben die Beeinflussung dieser Teigstruktur. Lackasen und Polyphenoloxidasen regulieren die Stabilität des Teiges. Lipasen beeinflussen die Emulgierung und auch das Aroma, was natürlich nicht fehlen darf. Exopeptidasen regulieren die Porengröße. Das heißt wirklich so, die beeinflussen das Wasserbindungsvermögen. Transglutaminasen stabilisieren den Kleber, der den Teig quasi zusammenhält, also das Gluten. Pentosanasen lassen das Roggenbrot saftiger schmecken. Endoglucosidasen machen den Teig maschinenfreundlich. Proteasen verkürzen die Knetzeit und entspannen Keksteig. Und zu guter Letzt Lipoxygenasen bleichen den Teig für Toastbrot und Brötchen, indem sie die Carotinide im Mehl zersetzen. Na dann guten Hunger kann ich nur sagen. Ich kann nur empfehlen, macht euer Zeug selber oder schaut echt bei einem Händler vorbei, wo ihr sicher sein könnt, ne? Dass da auch wirklich nur Mehl, Hefe, Salz und Wasser drin ist. Nehmt Euch die Zeit wirklich selber Euch da zu informieren oder eben idealerweise selber zu backen. Ihr esst nicht nur gesünder, sondern ihr werdet auch bewusster, ihr geht bewusster mit der Nahrung um und ihr macht Euch auch unabhängig von der massiven Industrie und diesen Zusatzmitteln. Klar wird mal ein Brötchen hart oder der Teig war noch nicht richtig durch, mein Gott, das passiert. Und wenn Euch die Zeit fehlt, das größte Argument, ich kann mein Essen nicht machen, mir fehlt die Zeit, dann nehmt sie Euch vor eurer Zeit, von der Zeit, die irgendwo rumgammelt oder von der Zeit, wo ihr Geld erarbeitet für Dinge, die ihr gar nicht wollt. Brecht aus eurem System aus und nehmt Euch die Zeit für Euch und eben eure Nahrung, das ist so wichtig. Passend zum Thema die Überleitung zur Mission Vegan 5. Sie ist wieder ein Level höher gekraxelt. Diesmal das erste Mal auf nicht deutschsprachigen Boden. Sandy und Benny vom gleichnamigen YouTube-Kanal haben auf Bali, glaube ich, es sich nicht nehmen lassen, auch an der Mission Vegan 5 teilzunehmen. Und Currykartoffeln mit Cashewquark gemacht. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, ja, da mal vorbeizuschauen. Also ich persönlich fand es sehr, sehr angenehm. Auch die beiden Menschen sind sehr angenehm. Den Link findet ihr wie immer hier und natürlich auch für die Handynutzer direkt in der Infobox. Danke Sandy und Benny fürs Mitmachen und dieses wirklich richtig tolle Rezept. Alle Rezepte und den ganzen Verlauf der Mission Vegan 5, wie sich das alles so entwickelt hat, das könnt ihr auch immer wieder in der Playlist nachschauen. Den Link dazu, den packe ich auch wieder oben in die Infokarten. Die ist halt voll. Und ja, kann aber auch über meine Kanalübersicht ganz normal angesteuert werden.
Also nochmal, überlegt euch wirklich zweimal, ob ihr wirklich weiter Brötchen kauft oder doch lieber selber macht. Ich esse auch manchmal gekaufte Brötchen, da stirbt man mit Sicherheit nicht davon und macht euch jetzt auch nicht wieder verrückt. Die ganzen Sachen sind nicht in erster Linie auch gesundheitsschädlich, ne? Das sind einfach nur Zusatzstoffe. Aber es ist mit Sicherheit auch viel erfüllender, das selber zu machen. Nehmt euch wirklich die Zeit für euer Essen, denn damit haben unsere Vorfahren den ganzen Tag verbracht, weil sie nicht so einen Unsinn wie Auto, Handy oder Urlaub im Kopf hatten. Und ja, mit denen sie sich quasi von den wirklich wichtigen Dingen ablenken haben lassen und so quasi nicht wie wir zu einer Marionette einer erfolgsorientierten Gesellschaft mutiert sind. Back to the roots und zu den einfachen Dingen. Backt eure Brötchen selber, es ist total einfach. Ihr müsst natürlich lernen, Erfahrung sammeln. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende und vielleicht gibt es ab am Sonntag bei euch selbstgebackene Brötchen. Ich würde mich freuen. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.